meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt mit der kurzen Einführung in die Relativitätsmechanik zu Ende sind, beginnt jetzt das letzte größere Kapitel dieser Vorlesung, und zwar die Optik. Eine Optik kann nicht fehlen bei der Einführung in die Physik. Die Optik ist ein sehr großes Gebiet, das eine eigene Vorlesung für sich rechtfertigen würde. Das können wir natürlich in der verfügbaren Zeit einer Physikeinführung nicht erreichen, aber einige wesentliche Punkte, die wichtig für Sie sind, möchte ich also schon jetzt im Rahmen dieses Kapitels bringen. Römisch 6, die Optik. Und das werden wir also in ein paar Teilgebiete unterteilen, wobei wir als erstes gleich einmal kurz über die Grundbegriffe sprechen wollen. An sich werden Sie sich denken, aufgrund dessen, was wir jetzt in der letzten Zeit im Rahmen der Elektrodynamik besprochen haben und auch bei der Relativitätsmechanik, ist ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen über die Optik, weil die Optik befasst sich mit elektromagnetischen Wellen und das gehört zur Elektrodynamik und das hatten wir ja schon. Fertig, Optik erledigt. Aber natürlich ist die Optik in sich ein für uns sehr wichtiges Gebiet, weil insbesondere das Licht natürlich für uns eine besonders wichtige Informationsquelle für unsere ganze Existenz ist. Unser Sensorium ist ganz entscheidend darum herum aufgebaut, dass wir mit Licht sehr viele Informationen aufnehmen. Und man hat sich also schon in früher Zeit bemüht, einige Grundprinzipien aufzustellen, anhand derer man wichtige optische Gesetzmäßigkeiten ableiten kann, ohne immer gleich zurückgreifen zu müssen auf die Interpretation des Lichtes als elektromagnetischen Wellenvorgang. Letztlich hat man sich mit der Optik und mit optischen Instrumenten schon durch lange Zeit hindurch beschäftigt, längst vor Maxwell und längst vor der Interpretation des Lichtes als elektromagnetischen Wellenvorgang. Und im Übrigen ist dazu zu sagen, und das möchte ich gleich an den Anfang stellen, dass ja die Interpretation des Lichtes als elektromagnetischer Wellenvorgang nur ein Modell ist zur Beschreibung des Lichtes. Wir haben aus heutiger Sicht die Dualität zwischen Teilchen und Wellen, die insbesondere im Zusammenhang mit der Lichtausbreitung von großer Bedeutung ist. Deshalb empfehle ich es Ihnen als angehende Physikerinnen und Physiker, nicht davon zu sprechen, Licht ist eine elektromagnetische Welle, sondern Licht kann als elektromagnetische Welle dargestellt werden. Weil daneben zeigt sich eben, dass es dann auch das Bild gibt, wo das Licht aus Photonen besteht und dann das Licht praktisch als ein Photonenstrahl aufgefasst werden kann. Und das ist zunächst einmal was ganz anderes. Aber auch würde ich es da vermeiden zu sagen, Licht besteht aus Photonen und ist ein Photonenstrahl, sondern es ist eine andere Interpretation des Lichtes. Beide Interpretationen haben ihre wichtige Anwendung für verschiedene Aspekte. Und so ist es also zum Beispiel so, dass wir dann, wenn es sich um die Ausbreitung des Lichtes handelt, also bei der Lichtausbreitung, da ist in den meisten Fällen das Wellenbild oder der Wellenaspekt von großer Bedeutung und daher in dem Fall haben wir dann das Wellenbild. Das Bild des Lichtes als elektromagnetisches Wellenfeld.
Andererseits zeigt sich aber, unter einem entsprechenden Versuch werden wir ganz am Ende dieses Semesters, so irgendwas wollen wir uns ja als Höhepunkt und theatralischen Abschluss dann noch vorbehalten, als Eingang in die Quantenphysik dann, in die quantenmechanischen Darstellungen der Natur dann vorbehalten, wenn Licht wechselwirkt mit Materie, Wechselwirkung von Licht mit Materie in dem Fall zeigt sich aufgrund eines verhältnismäßig einfachen experimentellen Befundes, dass das Wellenbild nicht ausreichend ist, dass das Wellenbild zu Schlussfolgerungen führen würde, die mit dem Experiment nicht zusammenpassen. Und in dem Fall ist es wichtig, das Teilchenbild in den Vordergrund zu stellen, bei dem das Licht dargestellt werden kann durch Photonen bestimmter Energie, wobei die Energie dieser Photonen dann zusammenhängt, nicht mit der Intensität des Lichtes, sondern mit der Frequenz des Lichtes. Aber das ist etwas, was wir jetzt im Rahmen der klassischen Optik nicht weiter besprechen wollen. Es dient diese Betrachtung am Anfang nur dazu, Ihnen zu zeigen, welche verschiedenen Aspekte des Lichtes es gibt und auf welche wir uns insbesondere konzentrieren werden. Also wir werden in erster Linie das Wellenbild betrachten. Wir werden das Licht als elektromagnetische oder einfach als sich ausbreitende Welle betrachten. Da allerdings gibt es also auch wieder verschiedene Bereiche, die voneinander zu unterscheiden sind. Und zwar je nachdem, wie groß die Objekte sind, die wir betrachten. Und wie die Größe dieser Objekte im Zusammenhang zu sehen ist mit der Wellenlänge dieses wellenförmig gedachten Lichtes. Na, die meisten von Ihnen sind ja in den Methoden zur Einführung in die Physik und da hatten wir ja schon ganz am Anfang im Wintersemester ein Interferometerbeispiel gebracht, sodass Sie sehen, wie man das Licht auch zur Messung kleiner Längen verwenden kann. Und da hatten wir schon einen Eindruck davon gewonnen, von mit was für Wellenlängen es denn zu rechnen gilt bei der Optik. Erinnern Sie sich noch, was ist denn so typischerweise die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes, das wir da hier so empfangen, um uns gegenseitig beobachten zu können? Wissen Sie es? Also 500 Nanometer. Ein halbes Mikrometer. Natürlich gibt es Licht, das hat ein bisschen eine kleinere Wellenlänge, das ist blau und violett und ein bisschen eine größere, das ist dann gelb und rot. Aber wir werden über das Spektrum noch gleich näher sprechen. Aber das so über den Daumen gepeilt, das für uns sichtbare Licht eine Wellenlänge von etwa einem halben Mikrometer hat, das ist schon ganz gut, wenn man das weiß als Physiker. Und da können Sie sich also schon denken, wenn wir jetzt Objekte betrachten, die deutlich größer sind, Faktor 10, 100 oder 1000 oder noch mehr, als diese Wellenlängen, dann wird es ein anderes Verhalten geben, als wenn wir Objekte betrachten, die in der Größenordnung oder sogar kleiner als diese Wellenlänge ist. Es zeigt sich, wenn die Objekte, die wir betrachten, deutlich größer sind als ein halbes Mikrometer, dann ist es in vielen Fällen zweckmäßig, Lichtstrahlen zu betrachten und die Ausbreitung des Lichtes rein geometrisch zu beschreiben. Wir sprechen in dem Fall dann von der Strahlenoptik. Oder auch geometrische Optik. Obwohl das ein etwas verwirrender
Ausdruck ist, so wie wenn also die Wellenoptik dann nichts mit Geometrie auf sich hätte. Natürlich gibt es dort auch eine Geometrie, aber so einfache Geometrie mit Zirkel und Lineal und so, das ist also insbesondere dann anwendbar, wenn man also Gegenstände hat, die sehr groß sind gegen die Lichtwellenlänge. Und deren gibt es genug, so optische Gegenstände. Denken Sie an Linsen oder an Spiegel. Das sind also so Makrogegenstände, so in der Gegend von ein paar Zentimeter oder vielleicht sogar bis zu einem Meter oder größer, brauchen Sie bei uns auf die Sternwarte gehen, die haben einen Refraktor mit einer riesen Linse da drauf. Nicht? Und dementsprechend hat man es dann für diese Bereiche mit der geometrischen Optik oder der Strahlenoptik zu tun und die Lichtstrahlen oder sagen wir so, die Ausbreitung des Lichtes ist eine strahlenförmige Ausbreitung. So wird das jedenfalls heute halt dann dargestellt. Andererseits aber hat man es zu tun mit kleineren Objekten, mit Objekten in der Gegend der Lichtwellenlänge, dann reicht die Strahlenoptik nicht aus, dann zeigt sich, dass das Licht also mehr ist als nur eine Ausbreitung von Strahlen, was die Leute natürlich ursprünglich vor 150 Jahren oder so sehr überrascht hat, wo man dann also wirklich feststellen konnte, hoppla, also da gibt es Phänomene, insbesondere also dann Interferenzen und Beugungen, die man so mit normalen strahlenförmigen Ausbreitungen nicht hätte voraussagen können. Und das ist dann eben die Wellenoptik, die diesen Bereich mit umschließt. Dazu muss zu sagen, da muss gesagt werden, das ist nicht ein Gegensatz, so dass entweder das eine oder das andere gilt. Mit Hilfe der Wellenoptik lässt sich natürlich auch die Strahlenoptik dann erklären, aber relativ kompliziert. Das heißt, wenn die Objekte sehr viel größer als die Wellenlänge sind, dann ist es einfach ökonomischer, mit der Strahlenoptik vorzugehen. Und erst wenn man in den Bereich der Lichtwellenlänge kommt, dann ist die Wellenoptik das Gegebene, dann ist also die wellenförmige Ausbreitung eben heranzuziehen als Modell für die Beschreibung der Beugung an einem Gitter und ähnliches mehr. Und bei Interferenzversuchen am Interferometer, derartige Dinge sind natürlich durch die Strahlenoptik überhaupt nicht zu erklären in dem Bereich. Jetzt könnten Sie sich natürlich denken, ja, dann lassen wir halt die ganzen kleinen Objekte weg, wem interessiert das, brauchen wir gar keine Interferenz, machen wir halt nur geometrische Optik und fertig. Man kann damit also auch Fernglas und Mikroskop und so weiter herstellen. Es zeigt sich aber, es gibt natürlich vielfältige Informationen, die man gerade dadurch erreichen kann, dass man in den Bereich der Wellenlänge des Lichtes kommt und die Wellenoptik zeigt dann auch ganz klar auf, was die Grenzen der geometrischen Optik sind. Beispielsweise, das werden wir gegen Ende der geometrischen Optik dann besprechen, wenn man an die Mikroskopie denkt. Wenn man rein geometrisch optisch vorgeht, müsste man davon ausgehen, man kann damit beliebig große Vergrößerungen herstellen und alles anschauen, sogar Atome und Atomkerne. Dass das nicht geht, liegt daran, dass halt jenseits einer gewissen Vergrößerung oder besser gesagt, jenseits einer gewissen Feinheit des Objektes, also einer minimalen Distanz von Objekten, die noch auflösbar sein soll, jenseits einer solchen Dimension dann, kann, auch wenn es geometrisch optisch zu erwarten wäre, das Lichtmikroskop nicht mehr richtig funktionieren, weil aufgrund der Beugungsvorgänge an dem Objekt mit seiner feinen Struktur eben Verhältnisse auftreten, die dann eine Bildentstehung im herkömmlichen geometrisch-optischen Sinn gar nicht mehr ermöglichen. Am Schluss dieses Semesters haben wir übrigens ein Experiment in den Methoden vorgesehen,
Dafür mache ich jetzt gleich Propaganda, dass Sie auch in der letzten Woche zu den Methoden kommen, wo genau dieser Aspekt, wie ich meine, sehr klar und deutlich gezeigt wird, wie es denn eigentlich aus der Sicht des Wellenbildes, des Lichtes zur Bildentstehung in einem Mikroskop kommt und weshalb also daher, wenn die Feinheit des Objektes zu fein wird, wenn also die typischen Abstände innerhalb eines Objektes zu klein werden, weshalb dann ein Bild überhaupt nicht mehr entstehen kann, weil eben es der Wellenaspekt ist, der letzten Endes die Bildentstehung im Mikroskop bestimmt, so wie er überhaupt letzten Endes die Bildentstehung generell bestimmt und nur für den Fall von großen Objekten man auf diese Details dann verzichten kann. Ich möchte übrigens auch erwähnen in dem Zusammenhang, es gibt hier einen recht schönen Parallelismus einerseits zwischen Strahlenoptik und Wellenoptik und andererseits zwischen klassischer Mechanik und Quantenmechanik. Das ist etwas, auf was schon Schrödinger, einer der Pioniere der Quantenmechanik, hingewiesen hat, dass nämlich die geometrische Optik oder Strahlenoptik quasi der klassischen Mechanik entspricht mit ihren großen Objekten. Und wenn man zu Objekten übergeht, die also in der Gegend der Lichtwellenlänge sind, wird das wellenhafte Verhalten sichtbar und es treten unter anderem Interferenzen und Beugungen auf, die aus dem klassischen Bild überhaupt nicht zu erwarten wären. Und genau das passiert auch, wenn Sie bei der Mechanik in Größenordnungen kommen, wo man dann eben auch einen wellenhaften Charakter bemerkt und die zugehörige Wellengleichung in dem Zusammenhang ist dann die Schrödinger-Gleichung. Und dort gibt es dann auch Interferenzphänomene. Da sieht man dann auf einmal auch die Beugung eines Elektronenstrahls etwa an einem Doppelspalt. Etwas, was rein klassisch-mechanisch völlig unvorstellbar ist. Also man hat hier eine sehr ähnliche Vorgangsweise wie zwischen Strahlen- und Wellenoptik, zwischen klassischer Mechanik und Wellenmechanik oder Quantenmechanik. Es geht immer darum, wenn Sie zu feineren, kleineren Objekten übergehen, dann werden auch neuartige Gesetzmäßigkeiten sichtbar. Also so viel einmal ganz zu Anfang zum Abstecken dessen, was wir uns jetzt näher anschauen wollen. Insbesondere also Strahlenoptik und Wellenoptik werden wir uns in diesen 3 Wochen, die uns da jetzt noch circa bleiben, anschauen. Wobei ich auch gleich dazu sagen möchte, dass ich bei der Wellenoptik nur einen ganz kurzen Einblick geben kann, weiß aber von meinen Kollegen, dass im 3. Semester dann die Wellenoptik noch einmal aufgegriffen wird, sodass Sie dann noch einen umfassenderen Einblick in die Wellenoptik erhalten können. In unserem Buch haben wir der Wellenoptik auch einen etwas größeren Raum gewidmet. Also die Wissbegierigen unter Ihnen können ja in dem Buch nachschauen, egal ob Sie es selbst haben oder in die Bibliothek hinaufgehen, da stehen 10 Exemplare oder sowas, dass man sich also auch was anschauen kann. Und dort ist also dann auch einiges Zusätzliches über die Wellenoptik drinnen, was wir, sage ich gleich jetzt, aus Gründen der verfügbaren Zeit hier nur kurz anreißen können, was aber ein sehr spannendes und vielfältiges Gebiet ist, auch im Rahmen schon der klassischen Physik. Nun, das Nächste, was ich also jetzt besprechen möchte, ist, wenn wir schon bei den Wellenlängen waren, was für ein Spektrum wird denn eigentlich überstrichen? Sodass wir auch gleich das Licht in die richtige Proportion bringen. Es zeigt sich, dass das Licht ja nur ein enger Teil des ganzen elektromagnetischen Spektrums ist
Und es ist halt nur, weil unsere Augen so beschaffen sind, dass wir gerade die Frequenzen und Wellenlängen gut sehen können, dass wir eben das Licht für uns als ein so wichtiges Naturphänomen sehen. Also generell sprechen wir über das elektromagnetische Spektrum. Und dieses ist ein sehr weit gestecktes Spektrum, vielleicht sogar das am weitesten ausgedehnte Spektrum, das wir bei den Wellenvorgängen in der Natur überhaupt beobachten können. Es reicht nämlich von Radiowellen bis Gammastrahlen und dazwischen tut sich sehr viel und sehr Unterschiedliches. Also Radiowellen, wenn wir damit einmal anfangen, bei denen genügen relativ niedrige Frequenzen. Das heißt, das geht also von Wellenlängen, wenn wir also da Wellenlänge auftragen, und zwar halt in Metern oder Nanometern, ich schreibe das dann jeweils dazu, oder die zugehörigen Frequenzen in Hertz. Ich schreibe da auch Meter dazu. Und wenn es dann Nanometer sind, dann schreibe ich halt Nanometer dazu oder die entsprechende Größenordnung halt. Naja, und bei Radiowellen haben wir also 600 Meter als eine typische Wellenlänge bis hinunter zu 10 Metern. Aber das ist ja mächtig viel. Nicht eine Wellenlänge so groß wie die Breite dieses Hörsaals zum Beispiel, wären dann schon die 10 Meter, das sind schon die kürzesten. Und das ist also dann, wenn man die Beziehung Lambda mal Nü ist gleich C berücksichtigt, die Ihnen ja schon aus der Mechanik gut bekannt ist, kann man natürlich bei bekannter Ausbreitungsgeschwindigkeit, eben der Lichtgeschwindigkeit, das C0, das wir ja bereits sehr intensiv besprochen haben, aus dem Lambda sofort das Nü bestimmen. Also das entspricht in dem Fall dann Hertz zwischen 500 kHz und 30 MHz. 500 kHz bis 30 MHz. Also man ist da sehr schnell in den MHz. Und Sie werden sich vielleicht diejenigen unter Ihnen, die die Methoden zu dieser Vorlesung besuchen, und ich hoffe, das sind viele, schauen wir mal, wie viele von Ihnen gehen denn in die Methoden? Ja, das ist schon gut, ja, okay, fein. Das wäre schon schade, wenn Sie jetzt nur 10 gemeldet hätten, nicht? Aber Gott sei Dank. Also, da haben wir erst kürzlich ein Experiment gezeigt, wo wir in der Lecherleitung gezeigt haben, dass man also stehende elektromagnetische Wellen zeigen kann mit einer typischen Wellenlänge von 0,6 Meter oder sowas. Naja, das sind 10 Meter, das sind bald dieselbe Größenordnung. Das heißt, wenn man einmal in die Megahertz kommt oder in die 100 Megahertz, dann ist man in einem Bereich, wo die Wellenlänge handhabbar wird, also im Rahmen der Größe eines Menschen liegt sozusagen. Ja, und das ist also zum Beispiel der Fall, wenn man also zu so Fernsehfrequenzen geht, also UHF zum Beispiel, Ultra High Frequency, ich will nicht alles sagen, es gibt auch VHF, das ist Very High Frequency, aber dann ist man noch weiter, also wenn man noch Very ist, haben nichts mehr eingefallen, hat man dann Ultra gesagt, damit es mehr als Very ist. Ne? Also Ultra High Frequency, das ist dann bei Wellenlängen von 0,5 Meter. Also das ist schon sowas. Das ist schon so wie bei unserem Doppeldraht-Lecher-Experiment in den Methoden. Und diese 0,5 Meter entsprechen dann schon 600 MHz. Also ein halbes Gigahertz, da sind wir schon bei dem Zauberwort Giga, was ja sogar bis zu den gigaschlanken Wadern sich weiter fortgesetzt hat. Nicht? Also Giga ist in den Umgangston übergewechselt. Nicht? Aber da kommt man also her mit 0,6 Gigahertz,
haben wir da eine Wellenlänge von einem halben Meter. Und dann die Mikrowellen, die dann anschließen. Bei denen ist es also so, da hat man etwa 0,3 Meter Wellenlänge. Naja, das ist also dann schon etwas, wobei man also in der Nanosekundengegend ist und das entspricht dann eben einem Gigahertz. Das ist sowas, was wir bei der Lichtuhr besprochen haben. Nicht? Also eine 30 cm Lichtuhr, das entspricht ungefähr diesen Mikrowellen dann. Naja, aber damit nicht zu Ende. Radar ist ja letzten Endes auch eine wichtige Erfahrung des täglichen Lebens, zumindest wo man mit dem Auto immer dann nicht gerade zu schnell sei, wenn man in der Nähe eines Radars sich befindet. Und das hat 0,1 Meter oder 3 Gigahertz. Je kleiner da die Wellenlänge wird, desto eher kann man damit dann auch was Räumliches auflösen, natürlich. Naja, und die Infrarotstrahlung, da nähern wir uns jetzt schon dem, was wir dann auch sehen können. Das Infrarot ist also bei circa einem Millimeter oder 300 Gigahertz. Noch kann man das also mit Gigahertz einigermaßen ausdrücken, aber wenn man also dann wirklich in den Bereich des Lichtes kommt, also mal schauen wir her, Licht, das ist also ein Wort, das sich wirklich für uns eignet. Wir sind die, die das Licht sehen. Ist auch nichts anderes als eine elektromagnetische, kann auch nur als elektromagnetische Welle interpretiert werden, aber für uns ist das etwas Besonderes, das, was wir sehen. Nicht? Ich meine, das so gerecht müssen wir schon sein, dass wir uns auch eine gewisse Wichtigkeit bei dem Ganzen zumessen. Wir betreiben ja Physik, also kann es ja auch uns interessieren, dass gerade das Licht für uns besonders wichtig ist. Nicht? Also da haben wir das rote Licht, das ist also so in der Größenordnung 760 Nanometer. Und die zugehörige Frequenz ist dann 3,9 mal 10 der 14. Hertz. Und jetzt bleiben wir dann in Hertz, weil da kommen dann noch Giga, kommt mich ein Tera oder irgend sowas, das verwendet man nicht mehr. Da ist ja gescheit, man schreibt die Größenordnung hin. Nicht? Giga geht gerade noch, 10 der 9. Aber 10 der 14, das ist ja schon wieder viel mehr. Nicht? Na und das violette Licht, das ist am anderen End dessen, was wir sehen. Das violette Licht hat eine Wellenlänge von etwa 390 Nanometer. Und da kommen wir dann entsprechend noch zu einer höheren Frequenz, circa 8 mal 10 der 14. Merken Sie sich hier zweierlei. Dieses Licht möchte ich also besonders hier anzeichnen, weil das halt für uns wichtig ist. Einerseits, wir sind im Bereich von einigen 10 der 14. Hertz. Na, 10 der 14., das ist schon was, nicht? Also einige 10 der 14. Hertz zwischen ca. 4 und 8. Und die Wellenlängen, das haben wir vorher schon gesagt, sind so um 500 Nanometer, ein halbes Mikrometer. Na, ein halbes Mikrometer, das ist noch in Greifweite sozusagen. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Na, Millimeter kann sich jeder gut vorstellen, nur ein Tausendstel Millimeter halt. Mit einer ordentlichen Mikrometerschraube geht das schon. Und dann halt nur mal die Hälfte. Und damit hat man die Lichtwellenlänge. Also das ist natürlich etwas, was doch noch irgendwie ein bisschen in unsere na, Alltagswelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch in unserer Vorstellungswelt noch ihren Platz findet. Das hört dann auf, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen. Dann ist es also gleich mit der Vorstellung vorbei. Aber was ich auch sagen möchte, ist, schauen Sie sich einmal an, da liegt nur circa ein Faktor 2 in den Frequenzen.
Naja, wir haben über die Akustik sehr wenig gesprochen in der Vorlesung, weil wir die Zeit auch nicht gehabt haben. Aber diejenigen unter Ihnen, die sich ein bisschen mit Musik einmal beschäftigt haben oder vielleicht sogar ein Instrument spielen, die werden wissen, dass die Oktave eine wichtige Einheit ist. Und wir haben es in den Methoden auch mit dem Monochord gezeigt und so. Nicht? Eine Oktave, also da, die und so weiter, also mehr singe ich nicht, keine Sorge. Aber die meisten von Ihnen werden wissen, was eine Oktave ist. Nicht? Und eine Oktave bedeutet, dass die Frequenz sich um den Faktor 2 steigert. Schauen Sie, das ganze Licht ist innerhalb einer Oktave der elektromagnetischen Wellen. Und bei den Schallwellen kennen wir viel mehr. Nicht? Wenn Sie sich so überlegen, so eine Klaviatur, nicht? Das sind so circa 7 Oktaven, und dann ein bisschen drunter grummeln kann man auch noch hören und drüber quietschen hört man auch noch. Also das Ohr umfasst einen ganz erstaunlichen Frequenzbereich. Das Auge allerdings aber nur circa eine Oktave der elektromagnetischen Wellen, der Frequenzen, die hier auftreten. Dennoch aber ist ein wichtiger Unterschied, nämlich die Größe der Frequenzen. Nur beim Schall, da haben wir das normal auch bei 440 Hertz. Schauen Sie nach an, da fangen wir, wo waren wir denn bei 440 Hertz? Na, das haben wir schon bald beim Wechselstrom herunten. Und der hat endlos lange Wellenlängen. Das wäre ja nichts, nicht? Da hier ist die Stärke die, dass aufgrund der hohen Frequenzen und niedrigen Wellenlängen man eine viel größere Auflösung und Informationsdichte hat. Deswegen, trotzdem wir nur eine Oktave überschreiten können hier, kriegen wir eine ungleich höhere Informationsdichte über das Auge herein, wegen der hohen Frequenzen. Und vielleicht sollte ich noch was Drittes kurz erwähnen. Wieso ist es denn so, dass wir ausgerechnet in dem Bereich uns da mit unseren Augen angesiedelt haben? Es ist ja meistens, gibt es ja für alles irgendwelche Gründe, nicht? Na, weiß jemand unter Ihnen oder ahnt jemand unter Ihnen, woran das liegen kann? Richtig. Also wir leben natürlich davon, dass wir von der Sonne beschienen werden. Und der Kollege sagt ganz richtig, das Maximum der spektralen Intensitätsverteilung des Sonnenlichtes ist gerade mittendrin zwischen Rot und Violett. Und unsere Augen haben über längere Zeit hinweg sich natürlich in die Richtung entwickelt, dass gerade in dem Bereich, wo das meiste elektromagnetische Signal vorhanden ist, wir auch am besten sehen. Das ist natürlich eine brutale Ausscheidung. Die, die dort nichts gesehen haben, waren weniger tüchtig und sind untergegangen. Und die, die halt sich da irgendwie in dem Bereich da optimiert haben, die waren halt eben tüchtiger und haben halt ihre Umgebung besser beurteilen können oder sind auch vor ihren Feinden haben besser fliehen können, weil sie das früher gesehen haben oder so. Also, naja, also das will ich nicht weiter ausbreiten. Jedenfalls, es ist ein evolutionärer Vorgang zweifellos, der dazu geführt hat, dass wir uns gerade in dem Bereich eben die höchste Empfindlichkeit des Auges eben erworben haben. Dann gibt es also noch die Ultraviolett, noch Infrarot gibt es auch Ultraviolett. Und das ist also bei circa 200 Nanometern. Und das entspricht, also ich habe mir das halt alles ausgerechnet, 1,5 mal 10 der 15. Naja, Ultraviolett, das ist das, warum man dann braun wird, wenn man in der Sonne liegt und das halt auch nicht besonders gut ist, wenn man da viel davon zu viel kriegt und dank unserer Atmosphäre wird also dann doch ein wesentlicher Teil des Ultraviolets auch wieder abgeschirmt, sodass es uns nicht zu sehr schadet. Und dann gibt es also noch die Röntgenstrahlen. Die sind also noch einmal deutlich, aber deutlich unterschiedlich. Die haben 0,1 Nanometer. Da liegen also noch ein paar Größenordnungen dazwischen. Und das sind dann schon 3 mal 10 der 18. Hertz.
Diese Röntgenstrahlen brauche ich nicht erklären, sind also insbesondere auch für die medizinische Diagnostik sehr wichtig, aber man versucht sie heute natürlich nur so wenig wie möglich einzusetzen, weil man drauf gekommen ist, dass sie eben sehr gesundheitsschädlich sind, was man ursprünglich gar nicht ahnen konnte. Und der Guido Holzknecht zum Beispiel, dessen denkt man Ihnen vielleicht schon einmal in dem kleinen Park, den es da neben der Währinger Straße da bei uns gleich gegenüber gibt, diesem Arne-Carlsson-Park, da gibt es also ein Denkmal von Guido Holzknecht, einem Pionier und Märtyrer der Wissenschaft, der also elendiglich zugrunde gegangen ist, weil er sehr viel mit Röntgenstrahlen und ihrer Anwendung auf medizinische Diagnostik in Selbstversuchen untersucht hat und dabei zugrunde gegangen ist. Ich glaube, die Hände sind ihm dann abgefault oder so irgendwas Schreckliches. Also ja, es ist schon erstaunlich, was uns letzten Endes dann aber auch alles weitergebracht hat. Weil schauen Sie, man könnte natürlich sagen, der war blöd, der hätte aufpassen sollen, aber das wusste man ja nicht. Das ist ja eben erst herausgekommen, dass das gefährlich ist. Nicht? Also und auch der Röntgen selbst hat, glaube ich, ziemlich Schäden davon getragen, dass er sich mit Röntgenstrahlen auseinandergesetzt hat. Und das war dann natürlich auch der Ausgangspunkt, dass man vorsichtig geworden ist. Aber vielleicht interessiert Sie das, Sie kennen das, glaube ich, nimmer mehr. Aber wie ich ein kleiner Bub war und dann ich mit meinen Eltern zum Schuhkauf gegangen bin, sind wir halt da zum oder, ja, keine Werbungen. Also schon gar nicht in dem Film da. Also in irgendein Schuhgeschäft halt gegangen, müssen Sie rausschneiden da, wenn Sie das dann. weil sonst, wer weiß, was da passiert. Also jedenfalls sind wir in so ein Schuhgeschäft reingegangen und na, wo bin ich hingerannt? Sofort zu diesem Gerät, wo man sich hinstellen konnte und dann runtergeschaut hat an den Röntgenschirm und da hat man dann die Füße sowieso Knochenfüße gesehen und dann den Schuh rundherum. Und dann haben sie nachgeschaut, ob der Schuh passt. Dann ist also der Schuh angezogen worden und dann hat man sich dort hingestellt. Stellen Sie sich vor, sowas ist halt völlig undenkbar. Das ist also vor 50 Jahren oder sowas oder sogar noch weniger, aber jedenfalls vor 50 Jahren war das gang und gäbe. Kein Mensch hat sich was dabei gedacht. Die sind aber dann irgendwie verschwunden, worüber ich mich dann sehr geärgert habe natürlich. Das war natürlich immer lustig. Da. Und mein Vater hat gesagt, geh, Paul, ich schau doch, dass du da wegkommst. Aber naja, Sie wissen ja, wie das ist. Also jedenfalls, das sind die Röntgenstrahlen. Und da ist man dann draufgekommen, dass das eben gefährlich ist. Und natürlich auch bei anderen radioaktiven Strahlungen ist man dann draufgekommen, wie gefährlich das ist. Und da hat man dann natürlich gelernt, vorsichtig zu sein, nicht? Man kann jede Vorsicht auch übertreiben, aber gescheiter man übertreibt sie, als man ist zu wenig vorsichtig. Na, und dann gibt es also, wenn wir schon bei den radioaktiven Strahlen sind, die Gammastrahlen, die also bei Kernumwandlungen eine Rolle spielen und dabei frei werden, die liegen also zwischen 100 Femtometern, seinerzeit hat man Fermi dazu gesagt, um das nach dem Enrico Fermi zu benennen, aber dann hat man das irgendwie eingliedern wollen in diese übliche Systematik und aus Fermi ist Femtometer dann geworden, nicht? Naja, also wurscht. Bis 0,1 Femtometer und das entspricht also sage und schreibe Frequenzen von 3 mal 10 der 21. bis 10 der 24. 3 mal 10 der 21. bis 3 mal 10 der 24. Hertz. Und jetzt schauen Sie sich einmal an, von wo wir da losgegangen sind. Da waren 500 mal 10 der 3. Also das ist 5 mal 10 der 5. bis 3 mal 10 der 24. Das sind fast 20 Größenordnungen in der Wellenlänge oder der Frequenz. Und das ist ein gewaltiges Spektrum. Und dieses ganze Spektrum, und natürlich, wenn man will, noch ein bisschen runter, wenn es wollen, bis zum Wechselstrom, aber da haben wir ja gesagt, das sind für uns keine Wellen mehr. Weil das ist so lang, die Wellenlänge, dass sie also für ein typisches experimentelles Untersuchungsgebiet nicht mehr in Erscheinung tritt, dann hat man eben nur mehr die Schwingung. Und die räumlichen Veränderungen merkt man dann gar nicht mehr, wenn eben die Wellenlänge so lang ist. Also so viel zum elektromagnetischen Spektrum.
Bitte. Ich hätte kurz eine Frage, und zwar drunter ist klar, was liegt, also unter 600 Meter Wellenlänge, aber was liegt unter dem Gammastrand? Es wird schon was geben, aber das ist der Bereich, den wir beobachten können. Und Sie sehen, die Gammastreuen sind sowieso ein breites Gebiet. Drei Größenordnungen wird es überstrichen. Und alles nennen wir Gammastrahlen. Das ergibt sich halt aufgrund der Masse-Energie-Relation, die wir gestern noch besprochen haben, dass bei Elementarteilchenumwandlungen, etwa bei solchen Annihilationsvorgängen zwischen Teilchen und Antiteilchen, gerade Energien in einem solchen Bereich frei werden, dass dann elektromagnetische Wellen dieser Frequenzen entstehen. Und dass also wie dann die Energien mit den Frequenzen zusammenhängen, das ist dann etwas, was dem Teilchenbild des Lichtes zuzuordnen ist. Wie eben die Energie eines Photons mit der Frequenz des zugehörigen Wellenbildes zusammenhängt. Und das lassen wir also außer Acht. Wir werden also im Weiteren uns in erster Linie hier mit der Optik des sichtbaren Lichtes beschäftigen. Dass wir hier eine Grenze ziehen, liegt nicht nur daran, dass die Tafel da zu Ende ist, sondern dass eben auch das der Bereich ist, der für typische experimentelle Beobachtungen relevant ist. Sie wollen wissen, warum das alles so heißt. Nein, nicht warum es so heißt, sondern warum die, zum Beispiel die Mikrowellen genau in diesem Bereich, warum man nicht gesagt hat, okay, Mikrowellen fangen nicht bei 0,3, sondern sind bei anders. Also die Frage kann ich Ihnen eigentlich nicht wirklich schlüssig beantworten. Sehr viel bei der Bezeichnungsweise liegt einfach in der Entwicklung der Technik und in der Tradition von Bezeichnungen. Und dass man das Infrarot und Ultraviolett so als Satelliten zum Licht da sozusagen, das kann man verstehen. Dass der Röntgen da wichtig war für die Röntgenstrahlen, ja, Gamma, das kommt wieder von den radioaktiven Strahlen Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung, so wie das griechische Alphabet. Da ist man halt zuerst einmal auf diese Alpha-Teilchen draufgekommen, bei der Alpha-Strahlung, dann die Beta-Strahlung, das ist eine Elektronenstrahlung, und dann gab es noch eine, und das war dann halt, weil nichts anderes man gewusst hat, hat man es Gamma genannt. Und dann ist man draufgekommen, das ist elektromagnetische Strahlung. Und das hat sich also, ich glaube, wir sollten uns darauf nicht zu viel auslassen. Und was da noch bleibt, Ultra High Frequency, das ist jenseits von der Very High Frequency gekommen, was soll ich Ihnen dazu sagen? Das hat sich halt bei der Transmission von Fernsehsignalen als besonders nützlich erwiesen. Naja, und Radar, das hat auch irgendwas, Radiation, weiß ich nicht. Das hat so wie der Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ist das Radar auch was. Da schauen Sie am besten bei Wikipedia nach, wissen Sie, was da alles Interessantes drüber steht. Aber ich muss zugeben, das habe ich nicht mehr im Einzelnen alles gemerkt. Das geht auch in Richtung Geschichte der Wissenschaft. Und wir wollen ja da in erster Linie Wissenschaft und nicht Geschichte der Wissenschaft betreiben. Also die Dinge heißen halt so, und ich glaube, man kann sich damit ganz gut auseinandersetzen. Also wir wollen jedenfalls im Weiteren die Optik des sichtbaren Lichtes verfolgen. Des sichtbaren Lichts. Also den Bereich da hier. Wobei ich aber nicht sagen möchte, dass das irgendwas ganz Besonderes ist, aber es ist halt der Bereich, der für uns also die meiste Relevanz hat. Naja, und da gibt es also zumindest einmal einen Punkt, der besonders wichtig ist im Zusammenhang mit der Optik des sichtbaren Lichtes, und zwar die experimentelle Erfahrung zeigt,
und ich werde Ihnen das gleich also da anhand eines Experimentes auch zeigen können, beziehungsweise der Herr Litschauer, wenn man die Ausbreitung des Lichtes betrachtet, im Allgemeinen, in homogenen Medien und ohne Anwesenheit von sehr großen Gravitationsfeldern oder sowas, dann wird das Licht sich geradlinig ausbreiten. Also ein wesentliches Prinzip ist geradlinige Ausbreitung. Geradlinige Ausbreitung. Wie kommt man darauf? Wie kann man denn eigentlich feststellen, ob sich das Licht geradlinig ausbreitet? So unmittelbar nur, weil ich Sie dort und Sie da sehe, ist noch nicht gesagt, dass das Licht wirklich nur geradlinig sich ausbreiten kann. Aber man kann eine ganz besonders einfache Grundsituation betrachten, nämlich die sogenannte Lochkamera. So eine Lochkamera ist jedenfalls nichts anderes als eine Kammer mit einem Loch. Kamera, das kommt ja von dem italienischen Zimmer oder Kammer oder sowas, nicht? Und die Lochkamera ist also im Wesentlichen eine Kammer mit einem Loch. Und wenn Sie so wollen, diese Lochkamera hat eine optische Achse, die ich einmal da hier gleich einzeichnen möchte. Und ich werde auch öfters immer wieder jetzt darauf herumreiten, dass wenn man irgendwelche, vor allem geometrisch-optische, aber nicht nur, Sachverhalte zeigen möchte, dass man sich meistens fast immer auf irgendeine bestimmte optische Achse bezieht, rund um die herum sich sozusagen das ganze System dann befindet. Und wenn man also da zum Beispiel hier einen Gegenstand aufstellt, der sei also zum Beispiel ein solcher Pfeil. Kann eigentlich was anderes sein, aber so Pfeile, das ist besonders einfach zu zeichnen. Der wird irgendwie von hinten beleuchtet und strahlt daher aus. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich das Licht, das von den einzelnen Punkten dieses Pfeiles ausgeht, geradlinig ausbreitet, dann wird es durch das Loch da herunter, vielleicht von dem Punkt da herüber und von dem Punkt da entlang gehen, sich hier ein umgekehrter Pfeil als Bild an der Hinterseite dieser Lochkamera ergeben. Und wenn man also sich denkt, dass da ein lichtempfindlicher Film her wäre, kennt man eine sehr grobe, aber doch eine Kamera im Sinn der Fotokamera. Sehr Kamera, ein kleines Kästchen, eben hier dadurch darstellen. Diese Lochkamera erlaubt es also, einen Gegenstand einfach mit Hilfe einer kleinen Blende in ein Bild umzusetzen. Und Herr Litschauer, wenn wir uns das kurz hier anschauen und wenn wir finster machen, sehen wir es noch besser. Hier haben wir eine Lichtquelle, da steht ein Einser statt eines Pfeils, der von hinten beleuchtet wird. Dann da können Sie sich so, von hier können Sie sich so die Kamera vorstellen. Da ist das Eintrittsloch und da die Hinterwand der Kamera. Das ist die ganze Kamera. Das haben wir heute nicht zugemacht. Da. Sie sollen ja sehen, dass da sonst nichts ist. Und aufgrund dieser Strahlenverläufe sehen Sie auf der Hinterseite zwar nicht weiß Gott wie scharf, vielleicht sollte man ein bisschen finsterer machen. Machen wir ganz finster einmal. Geht das? Ja, schauen Sie, ist doch recht deutlich zu sehen, dass dieser Gegenstandseinser da in einem Bildeinser umgesetzt wird. Machen wir wieder Licht bitte, sonst schimpfen die Leute mit uns wegen der Sicherheit. Also man kann hier erkennen, mit der Lochkamera kann also hier eine Abbildung erfolgen. Danke, dass Sie das aufgebaut haben. Wir werden etwas später die Lochkamera noch einmal brauchen.
Aber da zeigt sich schon, das geht also nur zu erklären durch die geradlinige Ausbreitung der Lichtstrahlen. Also auf die Art und Weise kann man also die Lochkamera als Indiz oder auf experimentellen Hinweis auf die geradlinige Ausbreitung des Lichtes betrachten. Ich möchte aber schon Ausnahmen dazu schreiben, denn Sie sollen jetzt nicht den Eindruck haben, immer und überall breitet sich das Licht nur geradlinig aus. Also wenn Anwesenheit von Materie vorhanden ist, zum Beispiel Luft auf der einen Seite, Glas auf der anderen Seite mit einer Trennfläche. Dann, das werden wir natürlich noch ausführlich in weiterer Folge besprechen, wird es sehr wohl dazu kommen, dass die Lichtstrahlen sich zwar innerhalb der jeweiligen homogenen Bereiche geradlinig ausbreiten, aber bei der Grenzfläche kommt es dann zu einer Brechung, was sehr wichtige praktische Konsequenzen hat, insbesondere was die ganze Linsentechnik betrifft. Also wenn aber das nicht der Fall ist, wenn also keine Materie vorhanden ist, haben Sie da die geradlinige Ausbreitung und natürlich bei der Anwesenheit von starken Gravitationsfeldern. Allerdings, solche Felder stehen uns hier im irdischen Bereich nicht zur Verfügung. Das nächstgelegene, die nächstgelegene Stelle für uns da, wo es doch einigermaßen starke Gravitationsfelder gibt, ist die Sonnenoberfläche. Also im Mittelpunkt der Sonne, dort wünsche ich also niemanden hin, aber im Mittelpunkt der Sonne ist die Gravitation null, weil sich das rundherum alles ausgleicht. Und wenn man weit genug weg ist von der Sonne, wird die Gravitation auch wieder schwächer. Am stärksten ist das Gravitationsfeld an der Oberfläche der Sonne. Auch dort wünsche ich Ihnen nicht zu sein. Aber es ist immer noch besser als im Zentrum. Aber jedenfalls ist es so und so wurscht, weil überlebt wahrscheinlich nur Millisekunden. Und da ist es aber so, das hat man also feststellen können, das ist auch ein wichtiger Hinweis gewesen auf die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätsmechanik von Einstein, dass eben Lichtstrahlen, die von Sternen kommen, knapp an der Sonnenoberfläche vorbeigehen, ihre Richtung ändern. Das konnte man bei Sonnenfinsternissen feststellen, weil da die Sonne ja wunderbar von dem Mond abgedeckt wird und man dann auch bei Tag dass die verschiedenen Sternbilder sehen kann. Und da hat man dann Sterne sehen können, die man gar nicht hätte sehen dürfen, weil die eigentlich schon hinter der Sonne gewesen wäre. Aber durch die Krümmung des Lichtes am Weg an der Oberfläche der Sonne entlang, sind die dann doch sichtbar geworden, also so quasi hereingeschoben worden in das Blickfeld. Diese scheinbar ganz harmlose und eher bedeutungslose Beobachtung war also der Knaller, der dann den Einstein mit einem Schlag weltberühmt gemacht hat. Die Arbeit aus 1905 mit der speziellen Relativitätsmechanik und die ganze Geschichte mit dieser Relativität der Gleichzeitigkeit, alles das, was wir so in den letzten paar Tagen besprochen haben, hat die Leute eigentlich nicht besonders aufgeregt. Die haben es eh nicht geglaubt, weil das gibt es ja nicht, was der da sagt. Aber dann ist also in den nächsten 9 Jahren die Weiterentwicklung bis zur allgemeinen Relativitätsmechanik erfolgt. Das ist dann 1916, glaube ich, publiziert worden. Und wie es also das Glück schon will, knapp danach war es eine große Sonnenfinsternis, die man also gut beobachten konnte. Und da sind also mehrere Teams dorthin gezogen, um nachzuschauen, ob die Voraussage von Einstein diesbezüglich auch wirklich zutrifft. Und die ist also innerhalb der Fehlergrenzen wunderbar erfüllt worden. Und dann waren die Reporter auf einmal alle groß da und damit war es auch klar, da ist wirklich was Besonderes, obwohl das ja auch wurscht wäre, nicht, ob da jetzt der Stern da ist ein bisschen. Aber natürlich die Weltsicht wird dadurch ganz wesentlich beeinflusst, also das muss man schon sehen.
Und so starke Gravitationsfelder, noch stärkere gibt es natürlich bei schwarzen Löchern, die sind also nicht in unserer Greifweite, aber da gibt es also schon Effekte, die man beobachten kann, sogenannte Gravitationslinsen, wo also dann so starke Gravitationsfelder tatsächlich ähnlich wie optische Instrumente wirken können und wo es also zu erheblichen Veränderungen der Lichtwege kommt. Aber das ist also etwas, was außerhalb des Bereiches unserer Optik sich befindet. Das wollen wir also hier nicht weiter erwähnen. Was ich aber noch erwähnen möchte, und das ist also dann das Grundlegende für die weiteren Überlegungen, sind nun zwei Grundprinzipe der Optik, die man sich für das Weitere als Grundlage für fast alles in der Optik heranziehen kann. So ähnlich wie wir auch die spezielle Relativitätsmechanik auch aus zwei Grundprinzipen gewonnen hatten. Das hat Einstein so vorgeschlagen gehabt, nicht? Das Prinzip von der Relativität und das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Wobei ich Ihnen ja auch erzählt habe, dass dieses zweite Prinzip eigentlich eine Folgerung des ersten ist, aber es ist doch so markant, dass es zweckmäßig ist, es getrennt aufzuführen. Und so gibt es also auch in der Optik, obwohl die ja nur, wenn man so will, in dem Bereich, was wir uns anschauen, eine Lehre von der Ausbreitung elektromagnetischer Wellenfelder ist, und genug damit, braucht man die Maxwell-Gleichungen, kann alles machen. Aber es zeigt sich, dass man also aufgrund dieser Überlegung, Ausbreitung elektromagnetischer Wellenfelder, auf zwei wesentliche Grundprinzipe kommt, die man herleiten kann. Und die beide stammen aus dem Wellenbild des Lichtes, das ja letzten Endes für uns die Grundlage ist, also zwei Grundprinzipe, die sich insbesondere auf das Wellenbild des Lichtes beziehen. Und das eine Grundprinzip geht auf Fermat zurück und ist auch nach ihm als Fermatsches Prinzip bezeichnet. Und dieses Fermatsche Prinzip ist ein außerordentlich nützliches Prinzip. Es macht eine Aussage darüber, wie sich das Licht zwischen zwei Punkten im Raum ausbreiten wird. Wie eine Lichtwelle zwischen zwei Punkten des Raumes sich ausbreiten wird, nach welchem Weg es sich ausbreiten wird. Und dort kann man also am besten sagen, eine Welle läuft zwischen zwei Punkten oder eine Lichtwelle läuft zwischen zwei Punkten und dann eben längs, stets längs eines Weges. Stets längs eines Weges, und wenn man das genau aussprechen wird, sagt man, bei dem die Laufzeit der Welle gegen kleine Änderungen invariant ist. Ich weiß, dass das in der Form nicht sehr übersichtlich ist. Deswegen möchte ich das gleich etwas interpretieren. Gegen kleine Änderungen invariant
Das heißt, wenn ich also den Weg geringfügig verändere, wird das praktisch zu keiner Änderung der Laufzeit führen. Das heißt, bei solchen Veränderungen durchläuft die Laufzeit entweder ein Minimum oder ein Maximum oder eine Stelle, wo jeweils die Tangente halt waagrecht wird und läuft dann wieder so weiter. Also einen Minimum, Maximum oder so einen Haltepunkt sozusagen, wo die kurzfristig die Tangente waagrecht bleibt und dann kann sich's wieder weiter verändern. Aber in sehr vielen praktisch relevanten Fällen ist es vor allem wichtig, dass es so sein wird, dass die Laufzeit der Welle ein Minimum sein wird. Das ist jedenfalls in dieser Formulierung enthalten. Also in vielen praktischen Fällen, in vielen praktischen Anwendungen hat man dann Laufzeit ist ein Minimum. Das ist einer der Fälle, wenn es durch ein Minimum geht. Wenn man im Bereich des Minimums kleine Änderungen macht, bleibt die Laufzeit noch praktisch invariant und erst später ändert sie sich wieder. Also insbesondere ist das ein Spezialfall dieser allgemeineren Formulierung. Also merken Sie sich, ganz wichtig, es ist nicht so, dass der Weg ein Minimum wird, sondern der Weg wird so gewählt, dass die Laufzeit ein Minimum wird. Das wird Ihnen vielleicht jetzt etwas haarspalterisch vorkommen. Ist es aber nicht. Denn anhand dieses Prinzips kann man sich unmittelbar bereits veranschaulichen, wie es dazu kommt, dass es beim Durchtritt durch verschiedene Medien bei der Grenzfläche zu einer Brechung kommt. Anwendung des Fermatschen Prinzips bei der Lichtbrechung. Nur um Ihnen zu zeigen, worin die Signifikanz dieses Prinzips liegt. Angenommen, Sie haben zwei Medien, das eine Medium sei, sagen wir, Vakuum oder Luft. Ja, Vakuum ist kein Medium. Also Vakuum und da meinetwegen ist Glas. Und es zeigt sich, dass das Licht im Vakuum sich schneller ausbreitet als im Glas. Dort breitet es sich langsamer aus. Wenn es nun von einem Punkt A zu einem Punkt B kommen soll und man würde dieses Prinzip so formulieren, die Welle läuft zwischen zwei Punkten stets längs des kürzesten Weges. Na, was ist der kürzeste Weg? Das wäre dieser Weg da hier. Aber das Fermatsche Prinzip sagt etwas anderes. Jedenfalls in dieser etwas spezialisierten Form. Die Welle läuft zwischen den beiden Punkten längs eines Weges, bei dem die Laufzeit der Welle ein Minimum ist. Und die Laufzeit wird dann ein Minimum sein, wenn die Welle doch möglichst lang sich noch im Vakuum fortgepflanzt hat und nur das letzte Stück dann in dem Medium, weil es hier nämlich schneller unterwegs ist als hier. Da gibt es dieses nette Gleichnis mit dem Lebensretter. Das wird jetzt sehr aktuell, weil jetzt kommt bald der Sommer. Denken Sie sich, da ist also von oben gesehen der Meeresstrand, da sind also das Meer und da ist der Sandstrand. Und da ist also ein Ausblicksturm von einem Lebensretter, also eines Rettungsschwimmer. Und da schwimmt also ein Tourist ins Meer hinaus und kommt da draußen in Schwierigkeiten und er droht unterzugehen. Und das sieht also dieser Rettungsschwimmer. Na, am Sandstrand läuft er schneller, auch wenn er gut schwimmen kann, aber am Strand ist er schneller als im Wasser.
Daher, wenn er ein gescheiter Rettungsschwimmer ist, wird er nicht, was man im ersten Moment tun würde, geradewegs dorthin rennen, sondern doch länger am Sandstrand laufen und erst das letzte Stück hinausschwimmen. Weil es kommt ja nicht darauf an, den Weg zu minimieren, sondern die Zeit zu minimieren, damit der Arme da nicht untergeht, da bei dem Punkt B. Nicht? Weil der hat nicht viel, dann ist er schon, kann sich schon nicht mehr erhalten. Nicht? Also daher, das Licht läuft so wie der intelligente Lebensretter am Sandstrand. Nicht? Und das ist die Idee des Fermarschen-Prinzips. Bitte. Ja, aber wenn es ganz im rechten Winkel wird, dann ist wieder oben schon wieder zu lang. Es muss ja insgesamt am besten sein. Und das ist eine Frage, die man mit einer relativ einfachen Extremwertaufgabe lösen kann. Wo legt man den Punkt da auf der Grenzlinie fest, so dass es am besten ist? Wenn Sie bis ganz daher gehen, dann ist der Weg schon wieder zu lang, als dass man da schon wieder übertrieben hätte, sozusagen. Was? Nein, natürlich. Deswegen sage ich ja Vakuum und Glas. Und wenn ich irgendein anderes Medium habe, dann wird also die Lichtgeschwindigkeit vielleicht da noch geringer sein im Verhältnis zum Vakuum. Dann wird es ein bisschen weiter herüberwandern. Klar hängt das, und das kommt ja sehr schön bei diesem Fermarschen-Prinzip dann heraus. Danke für den Hinweis. Klarerweise ist diese Lichtbrechung aufgrund dieser Überlegungen abhängig vom Medium, weil die Brechung eben abhängig vom Brechungsindex ist. Sehen Sie das? Also das wäre übers Ziel geschossen, ob es ganz daher rennt. Das wäre nur dann, wenn da extrem schnell und extrem langsam wäre. So arg ist es auch wieder nicht. Zwischen Licht und zwischen Glas und Luft liegt also nur ein Verhältnis von 1,5 in der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und da muss man halt dann das finden, da wo es halt am besten passt. Nicht? Okay, also dieses Fermarsche-Prinzip lässt sich aus der Wellennatur des Lichtes herleiten. Und interessanterweise, eng verwandt zu diesem Fermarschen-Prinzip, ist ein zweites Prinzip. Das Huygens-Fresnelsche Prinzip. Auch das befasst sich mit der wellenförmigen Ausbreitung des Lichtes. Und da wieder geht es auch darum, wie breitet sich denn ein Wellenfeld aus? Es geht in beiden Fällen darum, wie sucht sich das Lichtwellenfeld den besten Weg aus? Das schnuppert auch links und rechts ein bisschen hin und her, findet aber dann, dass das der beste Weg ist, sozusagen. Hier geht also diese Wellendarstellung des Lichtes ein. Und ähnlich ist es auch beim Huygens-Fresnelschen Prinzip. Und das ist insbesondere bei Interferenz- und Beugungsvorgängen sehr wichtig. Und dieses Huygens-Fresnelsche Prinzip, das unterscheidet wieder zwischen Primärwellenfronten, also wie Sie sich zum Beispiel vorstellen können, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und da bilden sich so konzentrische Wellenfronten aus, das sind dann primäre Wellenfronten und sekundären Wellen, die sich von den Punkten aus ausbreiten, die von einer primären Wellenfront getroffen werden. Also man hat da primäre Wellenfronten und dann, je nachdem, wo dann so eine Wellenfront trifft, breiten sich Sekundärwellenfronten wieder aus. Und da kann man sich schon überlegen, das sieht man hier schon, die einhüllende von alle denen ist wieder die nächste Primärwellenfront. Und die anderen Teile dieser Wellen werden sich gegenseitig weginterferieren. Über das sprechen wir ein bisschen genauer, wenn wir über die Wellenoptik sprechen. Sodass es sich letzten Endes ergibt, dass jeder Punkt einer Primärwellenfront, das sind solche Punkte auf einer Primärwellenfront, also jeder Punkt in einem Wellenfeld, sagen wir mal so,
jeder Punkt in einem Wellenfeld, sprich natürlich speziell Lichtwellenfeld, das sind Punkte in dem ganzen Wellenfeld, der von einer Primärwellenfront getroffen wird, der von Primärwellenfront getroffen wird. Das sind also diese Punkte, die werden da gerade von einer solchen Wellenfront getroffen. Kann als Ausgangspunkt einer neuen einer neuen kugelförmigen Sekundärwelle angesehen werden. Hier sind diese kugelförmigen, also in der Ebene nur kreisförmigen, aber im Raum kugelförmigen Sekundärwellen angedeutet. Und das Entscheidende, was sich also dann eben aus diesem Fresnelschen Prinzip ergibt, Huygens Fresnelschen Prinzip, ist, wenn man dann alle diese kugelförmigen Sekundärwellen wieder überlagert und man hat keinerlei sonstige Hindernisse, dann ergibt sich daraus einfach die fortschreitende Primärwelle. Das wäre ja zunächst einmal nichts Besonderes. Aber wenn man nun, und das macht man insbesondere bei Beugungsvorgängen, gewisse Teile hier herausschneidet, wo man diese Welle nicht durchlässt, zum Beispiel bei einem Gitter oder bei einem Doppelspalt, dann bleiben nur einzelne dieser Sekundärwellen über und die führen dann genau zu denjenigen Beugungs- und Interferenzerscheinungen, die man am Gitter, am Doppelspalt und so weiter beobachten kann. Insoweit hat dieses Huygens-Fresnelsche Prinzip unter anderem insbesondere auch bei der Beschreibung von Beugungs- und Interferenzvorgängen in der Wellenoptik eine besonders wichtige Bedeutung. Das hier sind also die wesentlichen zwei Grundprinzipien der Optik. Und im Wesentlichen werden wir die weitere Optik, die wir jetzt behandeln werden, auf der Basis dieser beiden Prinzipien behandeln, die, wie man zeigen kann, das ist aber nicht ganz einfach, aus der elektromagnetischen Natur des Lichtes erschließen kann. Danke.